Moin, willkommen liebe Freunde des CNC-Fräsens zum zweiten Teil der leichten Stahlzersparung auf meiner Eigenbaufräse. In diesem Film zeige ich euch, wie ich die feste Bagge oben gefräst habe. Da gab es verschiedene Fräsoperationen. Ich habe einen Planfräsen drin. Ich habe hier das Ausräumen der Nut mit Adaptiv Clearing gemacht. Es gab Bohrfräsen dabei für die Schraubenköpfe von der Befestigung hier, M6er Schraubenköpfe, und es wurde auch noch eine Phase gefräst. Im Anschluss habe ich auf der Tischbohrmaschine die Bohrung für die M5er Gewinde noch durchgebohrt und auch die Gewinde auf der Tischbohrmaschine geschnitten. Zunächst schauen wir uns die Fräs- und Bohroperationen in Fusion an. Danach werden wir schöne Stahlspäne sehen. Bleibt also dran. Schauen wir uns mal die Bohr- und Fräsoperationen im Kammteil von Fusion an. Dazu starte ich mal die Simulation. Also es geht los mit Planfräsen. Danach kommt das Adaptive Clearing, um die Nut auszuräumen. Und hier macht Fusion auch ein bisschen was Eigenartiges. Ich kann es mal ein bisschen reinzoomen. Ihr seht, hier ist alles schön gleichmäßig und hier auf einmal zieht er so Spitzen rein. Das wird man nachher beim Fräsen auch hören. Nach dem Adaptive Clearing kommen die 2D-Tasche. Also ich habe beim Clearing hier noch ein Aufmaß. Man sieht es, glaube ich, auch ganz schön an der Seite, dass da noch Aufmaß drauf ist. Das wird abgefräst. Ein Schlichtspan. Und es wird auch nochmal im Leerdurchgang, also ohne Zustellung, lasse ich es auch nochmal durchlaufen. Ich mache vielleicht mal den Schnitt an, dass man hier die Elemente gleich ein bisschen besser sieht. Kann hier auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Ja, der fräst jetzt die Nut auf Maß 12,7 mm. Da gehe ich vielleicht gerade noch mal zurück, dass wir uns das noch mal ein bisschen langsamer anschauen können. Das war eigentlich so für mich der problematische Teil, weil ich nicht genau wusste, mit welchem Winkel gehe ich darunter. Ihr seht, der Winkel ist jetzt relativ klein, es sind 2 Grad und es hat sich hinterher auch herausgestellt, dass das zu wenig war. Es bleibt auch ein Aufmaß auf diesem Bohrfräsen drauf, also der Fräser fährt einmal runter, da sieht man es so, und macht dann nochmal einen Durchgang im Schlichtspan. Dann kommen die Bohrungen für die M5er Gewinde, da werden die Mighty Bits eingeschraubt, also diese Krallen, die man zum Spannen nimmt. Durchbohren werde ich auf der Tischbohrmaschine, genauso hier auch. Da kommen die Durchgangsbohrungen 6,5 mm rein für die M6er Schrauben. So, zum Schluss kommen noch überall Phasen dran. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen bei diesen kleinen Bohrungen mit dem Spitzenversatz. Da darf man nicht so weit runtergehen, sonst passt dieser 8 mm Fräser da nicht rein. Aber da gucken wir gleich nochmal nach. Hier seht ihr die Fräsparameter fürs Planfräsen. Ich hatte mir eine Skizze drüber gelegt über das Werkstück und habe dann von der Skizze aus geplant. Also man muss ja nicht ein 3D-Modell haben, um Fräsoperationen durchzuführen. Man kann ja auch mit Skizzen arbeiten. Bei den Höhen habe ich jetzt gesagt, okay, von der Oberkante will ich 1,4 mm runter. Hängt damit zusammen, dass die Mighty Bits, also von hier aus gesehen, bis da oben gehen. Und dieser Bereich von dieser Kante bis zur Oberkante soll zwischen 1,5 und 1,9 mm sein. Und wenn die Spannfeuchtung fertig ist, werde ich sie nochmal auf dem Tisch aufschrauben, also beide Seiten, und werde dann nochmal ein Zehntelchen abnehmen und dann bin ich bei minus 1,5 mm. Für die Querzustellung habe ich jetzt hier 3 mm gewählt und bei 1,4 mm Tiefe ist das überhaupt kein Problem für die Maschine.
Auch das Adaptive Clearing führe ich mit einem 6 mm Vierschneider von Holex durch. Hier seht ihr wieder die Fräsparameter. Ausgewählt habe ich hier unten die Fläche und als optimale Zustellung habe ich 0,9 mm gewählt. Also so im Prinzip die Querzustellung ist das. Und bei den Höhen habe ich bis auf die Endhöhe, die Auswahl war hier unten diese Fläche und bis dahin soll das Adaptive Clearing arbeiten, wobei ich ein Rohteilaufmaß habe von 0,3 mm seitlich und in der Tiefe. Das wird dann in der nächsten Operation beim Taschenfräsen weggenommen. Mit dem 2D-Taschenfräsen nehme ich dann das Aufmaß in der Nut von 0,3 mm seitlich und in der Tiefe weg. Auch hier ist irgendwie nichts Besonderes einzustellen. Auch fürs Bohrfräsen nehme ich den 6 mm Vierschneider von Holex. Fräsparameter seht ihr hier, also auch wieder ähnlich. Hierbei war es so ein bisschen schwierig mit der Helix, also mit welchem Winkel gehe ich da rein. Da war ich sehr vorsichtig, also im Moment sind das diese 2 Grad und das war eigentlich ein bisschen wenig. Das werde ich gleich auch noch zeigen, das werdet ihr beim Fräsen sehen. Auswahl waren hier diese Bohrungen, 11 mm im Durchmesser, 6,5 mm tief für die M6er Schraubenköpfe. Rohteilaufmaß seht ihr, ist ja auch wieder negativ, also es soll ein bisschen größer als 11 werden, deswegen habe ich hier ein negatives Rohteilaufmaß und ein wichtiger Wert ist hier der Winkel mit 2 Grad. Den werde ich in einem Beispiel noch mal ein bisschen vergrößern. Ja, Bohrfräsen war glaube ich so die Aktion, wo ich am meisten Bammel fahre, weil man da ja wirklich senkrecht in den Stahl reinfährt. Im nächsten Schritt werden jetzt die Bohrungen für die M5-Gewinde gemacht. Damit werden die Mighty-Bits verschraubt in der Nut. Und da hatte ich einen Bohrer von Sorotec und da können wir gleich mal reingucken. Da waren die Vorschubwerte recht eigenartig angegeben. Also bei mir seht ihr, ich habe jetzt einen Vorschub von pro Umdrehung von 0,02 mm, also 200 mm. Und da schauen wir jetzt nochmal in das Datenblatt von Sorotec rein. Bei dem Bohrer, den ich habe, handelt es sich um diesen LBST. Punkt 0425, also 4,25 mm im Durchmesser und damit geeignet für ein M5er Gewinde. Und jetzt können wir uns mal anschauen, welche Vorschub pro Umdrehung Werte bei Sorotec angegeben sind. Das ist die Tabelle von Sorotec. Und wenn wir bei Stahl schauen, dann seht ihr hier 3 Mikrometer, also 3000stel Millimeter. Das kommt mir jetzt doch deutlich zu wenig vor. Es ist schon klar, dass wir bei den China-Spindeln beim Bohren vorsichtiger sein müssen und nicht so Gas geben können wie auf einer Industriemaschine. Aber 3000stel ist schon echt wenig. Wie gesagt, ich hatte einen Vorschub von 200stel Millimeter pro Umdrehung und die Späne, die waren schon recht dünn. Geometrie gibt es nichts Besonderes, einfach die Bohrungen auswählen. Höhen. Ich bin nur 6 mm reingegangen von der Oberfläche. Das Durchbohren mache ich lieber auf der Bohrmaschine, auf der Tischbohrmaschine. Beim Zyklus habe ich das Tiefbohren mit vollem Rückzug gewählt und er sticht so ungefähr 1 mm bei einem Hub nach unten zu. Die Zentrierbohrungen für die 6,5 mm Bohrungen hier, für die Schrauben, die haben die gleichen Fräsparameter. Nur bei der Höhe war ich da nicht ganz so tief, also ich bin von da nur 3 mm reingegangen. Das reicht ja vollkommen, damit sich der 6,5 mm Bohrer auf der Tischbohrmaschine ordentlich zentriert. Die Fräsparameter für die Phase seht ihr hier. Also mit ungefähr 8000 Umdrehungen und die Vorschubgeschwindigkeit hatte ich bei 500 mm pro Minute. Da habe ich aber ein bisschen am Vorschubrad gedreht, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich glaube ein bisschen mehr war sogar noch besser.
ja, die ganzen Kanten halt eben ausgewählt als Geometrie. Bei den Höhen nichts eingestellt, eigentlich alle so gelassen. Bei der Phasenbreite 0,4 mm und bei dem Phasenspitzenversatz müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr den zu groß wählt, dann kommt der Phasenfräser nicht in diese kleinen Bohrungen rein. So normalerweise wähle ich den lieber ein bisschen größer, sodass er im oberen Bereich des Phasenfräsers fräst. Das geht aber dann nicht, wenn man sehr kleine Bohrungen dabei hat. Also beim Spitzenversatz müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr kleine Bohrungen habt, wo ihr eine Phase dran machen wollt. Damit sind wir jetzt durch mit den wichtigsten Punkten im Kamm. Und wir können uns jetzt mal die Fräsoperation anschauen. Die Funken sehen sehr schön aus, sind aber ein Zeichen dafür, dass die Späne zu klein sind und verbrennen. Der Hauptteil der Wärme wird natürlich über die Späne abgeführt und wenn die Späne zu klein sind, dann verglühen sie halt. Als Maßnahme ist dann natürlich erforderlich, den Span zu vergrößern. Das kann man einmal durch die Helix machen, dass man eine größere Helix wählt, den Vorschub erhöht oder vielleicht um ein bisschen Temperatur rauszunehmen, vielleicht die Schnittgeschwindigkeit etwas senkt. Im Nachgang habe ich das Bohrfräsen nochmal mit anderen Parametern versucht. Die Helix habe ich etwas gesteigert. Die wurde von 2 jetzt auf 3,2 Grad gesetzt. Bei den Schnittdaten habe ich nicht allzu viel verändert. Der Vorschub ist gleich geblieben. Die Drehzahl habe ich etwas gesenkt von 12.000 auf ungefähr 10.600. Bei einem Winkel von 3,2 Grad habe ich ungefähr 12 Windungen bis zu dem Bohrgrund. Und wenn ich den Winkel jetzt wieder zurückstelle auf 2 Grad, dann komme ich hier ungefähr auf 20 Windungen bis zum Bohrgrund. Ich denke, dass auf meiner Maschine ein Helixwinkel von 3,2 bis vielleicht 4 Grad
eine ganz gute Lösung. Den 4,25 mm voll Hartmetallbohrer von Sorotec, also diesen LBST, den werde ich ersetzen, der gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin jetzt ja schon bei dem Vorschubtorbendrehung deutlich über dem, was Sorotec empfiehlt. Und es gibt dünne, lange Späne, die sich zu einem Hubschraubermäßigen Gebilde zusammenfügen und da muss was Neues her. Die gefrästen Flächen sind sehr schön geworden und die Maßheiligkeit passt. Damit ist jetzt das erste Bauteil von vier Bauteilen der Spannvorrichtung fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ciao!